Hallo. Hallo! Herzlich willkommen zur 7. Folge. Heute geht's um Achtelnoten. Jetzt wieder mit unserem Rhythmuskissen. Bastelanleitung findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch das, was wir in der 6. Folge bereits schon mal gemacht haben. Da haben wir geklatscht. Diesmal spielen wir das mit dem Kissen, aber wir erweitern diese Übung. Erstens geht's los mit dem Fuß, dann kommt das Kissen. Und wir zählen wieder die Achtel, 1 und 2 und 3 und 4. Und ich zeige euch kurz, wie es dann funktioniert. Mit den Füßen geht's los. 1 und 2 und 3 und 4 und. Danke, Thorsten. Dann lasst es uns doch einfach mal gemeinsam machen. Wir fangen mit dem Fuß an, nur zur Erinnerung. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das können wir ja auch noch andersrum machen. Sehr gute Idee. Du meinst also mit dem Kissen anfangen und dann den Fuß? Ja. Dann fangen wir also jetzt mit den Händen an. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 1 und 2 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Beide Übungen hintereinander. Dann gibt es aber diese Stelle, wo man wechseln muss, wenn man beide hintereinander spielt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Da gibt es ja die Stelle, die eine ging ja so los mit dem Fuß. 1 und 2 und so weiter. Und die andere ging mit dem Kissen los. 1 und 2 und. Und jetzt müssen wir das aber aneinander hängen. Da gibt es also immer die Stelle, bei der 1 kommt was Neues. Also wir zählen bis zur 1 und dann passiert was Neues. Also, sieht dann so aus. 1 und 2 und 3 und 4 und. Wechsel. 1 und 2 und 3 und 4. Wechsel. Da müssen beide Füße ineinander kommen. Wir fangen also mit dem Fuß an. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Zwar geht's weiter mit Viertelnoten. Die waren so, wisst ihr noch? 1, 2, 3, 4. Muss man nur bei den Zahlen, entweder mit dem Kissen oder den Füßen machen, haben wir aber schon. Dann haben wir die Achtelnoten. Das war so. 1 und 2 und 3 und 4. Und aber jetzt beides gleichzeitig. Also Viertelnoten mit den Füßen und Achtelnoten mit dem Kissen. War so oder wird so sein. 1 und 2 und 3 und 4 und. Jetzt kombinieren wir also Viertel und Achtel. Viertel mit den Füßen, Achtel mit den Händen. Es wäre toll, wenn ihr die Viertel abwechselnd laufen könnt. Wenn es aber nur ein Fuß macht, ist es auch vollkommen in Ordnung. 4 und 1 und 2 und 3 und 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 4 und 1 und 2 und 3 und
gut, dann drehen wir um. Das bedeutet, die Hände spielen jetzt die Viertel. Die Füße laufen die Achtel. Eigentlich wie wenn ihr spazieren gehen würdet. Vier und. Eins und zwei und drei. Jetzt machen wir die gleiche Übung ohne Kissen. Das bedeutet, wir klatschen mit den Händen auf die Viertel und laufen mit den Füßen die Achtel. Das sieht so aus. Vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und ja, und das, was wir gerade geklatscht haben, das können wir jetzt hier im Sitzen spielen. Wir klopfen mit den Händen auf den Tisch die Viertel und laufen mit den Füßen die Achtel. Und los geht's. Vier und eins und zwei und drei und vier. Das war's für heute. Tschüss! Tschüss.